Liebe Studierenden, ganz herzlich willkommen zum Modul Wissenschaftliches Arbeiten 4.0. Wir haben uns am Fachbereich 2 überlegt, dass es sinnvoll ist, das Thema wissenschaftliches Arbeiten nochmal ja, als Online-Version aufzubereiten, weil wir festgestellt haben, dass es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gab bei den Regeln, Beachtung der Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens, was letzten Endes auch einen negativen Einfluss auf die Note haben kann. Von daher haben wir uns gedacht, wir bereiten die wichtigen Spielregeln für das wissenschaftliche Arbeiten nochmal als kleine Online-Tutorials auf. Und dies ist eines der ersten Tutorials, die wir Ihnen hier jetzt mit an die Hand geben möchten, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit vorbereiten wollen. Das erste und wichtigste Thema ist natürlich die Themenfindung und die Themenabgrenzung. Das bedeutet, das ist letzten Endes das Thema, mit dem Sie sich 3 Monate oder 12 Wochen lang beschäftigen werden. Von daher sollte das natürlich ein interessantes Thema sein und gut gewählt sein. Darauf möchten wir jetzt mit Ihnen einmal, eingehen. Die Literatur zu diesem Thema wissenschaftliches Arbeiten möchten wir Ihnen auch noch mal ganz am Anfang hier nahelegen. Alles, was wir Ihnen hier berichten werden, haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern dazu gibt es feste Werke für das wissenschaftliche Arbeiten. Das können ganz unterschiedliche Werke sein. Wir haben hier einmal das Werk von Manuel Theisen herausgegriffen, das Ihnen sicherlich an ganz vielen Stellen auch noch mal zusätzliche Hilfestellung leisten kann. Von daher würde ich Sie auf jeden Fall bitten und Ihnen empfehlen, sich dieses Buch einmal zu besorgen. Dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das Buch eignet sich für sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten, letztendlich natürlich auch für Doktorarbeiten, weil überall herrschen letzten Endes die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens. Hier im Netzwerk der HRW haben Sie auch die Möglichkeit, dieses Buch online herunterzuladen. Wir haben hier auch nochmal einen Link eingebaut, den Sie anklicken können und einen QR-Code, den Sie über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet einscannen können und dann direkt zu dieser Quelle gelangen. Ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz, dass es tatsächlich auch funktioniert. Und zwar klicken Sie einmal auf den Link Wissenschaftliches Arbeiten. Und Sie haben dann hier zum Beispiel Projektplanung, Kostenplanung, verschiedene Möglichkeiten, die PDFs herunterzuladen, sodass es für Sie ja sehr komfortabel ist. Sie müssen das Buch nicht selber beschaffen. Sie können es direkt herunterladen als PDF, weiter bearbeiten mit Markierungen und so weiter. Nun aber zum Thema selber. Wir haben hier einmal 3 Gliederungspunkte. Einmal das Thema zu finden ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass Ihr Betreuer Ihnen die Freiheit gibt, sich selber ein Thema zu suchen. Dann haben Sie eventuell die Möglichkeit, auch ein Thema zu bearbeiten, was schon vorgegeben ist. Dann ist es sehr wichtig, hier auch nochmal das Thema zu verstehen, abzugrenzen und letzten Endes die Forschungsfrage zu formulieren. Wir fangen einmal an mit dem Thema zu finden. Wie gesagt, am Anfang steht immer die Frage, haben Sie die Möglichkeit, ein eigenes Thema zu wählen? Das gibt Ihnen persönlich viele Freiheiten, Ihren Neigungen auch nachzugehen. Oder haben Sie ein vorgegebenes Thema, das durch Ihren Betreuer formuliert wird? Wir gehen jetzt erstmal auf den eigenen ersten Punkt an, auf das eigene Thema. Wenn Sie ein Thema finden möchten, würden wir Ihnen immer empfehlen, nicht sofort sich auf das Erstbeste zu stürzen, sondern einmal eine Auswahl von Themen zu sortieren, auch eine kurze Literaturrecherche anzufertigen, sodass Sie letzten Endes ein gutes Verständnis von den unterschiedlichen Themenbereichen bekommen. Hierzu würde ich Ihnen auch nochmal empfehlen, überlegen Sie wirklich, was Sie selber auch interessiert in Ihrem Privatleben eventuell. Zum Beispiel soziale Medien ist immer ein beliebtes Thema und hier wäre das dann ein Startpunkt, sich mal mit den Themen im Bereich zum Beispiel sozialen Medien zu beschäftigen. Das heißt aber trotzdem, dass Sie auch hier versuchen sollten, verschiedene Alternativen zu erarbeiten, sodass Sie dann die bestmögliche auswählen können. Hier nochmal ein kurzes Schaubild und zwar, wenn Sie die verschiedenen Themen haben, sollten Sie diese nochmal filtern. Welches Vorwissen haben Sie zu den Themen? Was für Material steht Ihnen zur Verfügung? Was gibt es zum Beispiel auch an Studien zu den Themen? Was interessiert Sie am meisten? Welche Themen lassen sich auch in einer Arbeit von 12 Wochen realisieren? Letzten Endes ist es wichtig, natürlich dann das Thema auch einzugrenzen.
Am Ende sollte eben ein finales Thema stehen. Dieses Thema kann eben unterschiedlich formuliert sein. Wir haben hier mal einige Formulierungsvorschläge auch vorbereitet, die üblich sind, zum Beispiel Darstellung von Analyse von Chancen und Risiken, Erarbeitung von Vorschlägen, Lösungsansätzen, kritische Stellungnahmen. Das sind alles mögliche Elemente eines Themas, die zusammengesetzt werden mit dem Thema, was Sie letzten Endes interessiert. Dazu sollten Sie aber trotzdem auch noch auf jeden Fall Rücksprache mit Ihrem Betreuer halten, weil der oder diejenige ist auf jeden Fall sehr geübt in der Formulierung eines Themas, sodass Sie dann gemeinsam das Thema auch fixieren können. Kommen wir zum zweiten Punkt der Abgrenzung des Themas. Das heißt, wenn Sie ein Thema jetzt schon mal etwas vorgefertigt haben oder eventuell auch von Ihrem Betreuer vorgegeben haben, liegt es daran, dieses weiter abzugrenzen und dieses Thema auch zu entschlüsseln. Wir sind jetzt eben bei dem eher vorgegebenen Thema oder Sie haben eben schon eine eigene Recherche gemacht und haben schon ein klares Bild davon. Zum Beispiel wären dann vorgegebenen Themen Adoption von Mobile Payment im deutschen Einzelhandel, eine empirische Analyse. Das wäre ein mögliches Thema, wenn zum Beispiel der Betreuer dieses vorgibt. Oder auch Ursachen von Scheitern, von Öko-Marketing-Konzepten, Beitrag der Principal-Agent-Theorie und verhaltenswissenschaftliche Ansätze, energiepolitische Rahmenbedingungen für die Entwicklung von fossilen Brennstoffen zu den erneuerbaren Energien. Das könnten mögliche Themen sein, die Ihnen beispielsweise vorgegeben werden. Dann ist es wichtig, dass Sie dieses Thema entschlüsseln. Und das möchten wir Ihnen ganz kurz einmal hier an diesen Beispielen zeigen. Und zwar haben Sie hier bei dem ersten Thema bestimmte Schlüsselwörter, die für Sie wichtig sind. Und zwar müssten Sie einmal klären, was ist eigentlich mit Adoption gemeint? Wie sieht es denn aus mit Mobile Payment, insbesondere im deutschen Einzelhandel? Und hier ist es dann wichtig, diese Fokussierungen dieser Schlüsselwörter mit nachher in die Literaturrecherche zu übernehmen. Das heißt, Sie müssten dann sich einmal um die Adoption kümmern, um das Mobile Payment, insbesondere im deutschen Einzelhandel. Die empirische Analyse ist dann letzten Endes das, was Sie durchzuführen haben. Beim zweiten Thema haben wir das Schlüsselwort Öko-Marketing-Konzepte. Das heißt, da müssten Sie mal recherchieren, was sind eigentlich Öko-Marketing-Konzepte, was sind die Ursachen für das Scheitern, vielleicht findet man da was. Und letzten Endes müssten Sie sich dann mit den Theorien auseinandersetzen, zum Beispiel Principal Agent oder verhaltenswissenschaftliche Theorien. Das ist das zweite Thema. Beim dritten Thema haben wir hier einmal die Entwicklung von fossilen Brennstoffen, die energiepolitischen Rahmenbedingungen und natürlich die Zukunft der erneuerbaren Energien. Das heißt, Sie müssten hier recherchieren, welche energiepolitischen Rahmenbedingungen gibt es denn oder wie sollten diese auch nochmal verbessert werden für eben diese Entwicklung von fossilen Brennstoff hin zu erneuerbaren Energien. Das ist wichtig, wenn Sie ein Thema entschlüsseln, dass Sie diese einzelnen Schlüsselwörter herausfinden und diese dann nachher bearbeiten. Das heißt, Sie sollten hier sich wirklich auf diese einzelnen Schlüsselworte auch konzentrieren, das Thema entsprechend abgrenzen. Und abgrenzen heißt letzten Endes immer, was mache ich? Aber auch ganz klar, was mache ich denn nicht mehr? Was gehört nicht mehr zu meinem Thema? Weil Sie werden für alle Themen immer eine sehr große Fülle von Literatur finden. Und damit Sie nicht untergehen, ist es ganz wichtig, dass Sie sich an diesen Schlüsselwörtern orientieren und Ihr Thema immer wieder abgrenzen und sagen, das mache ich nicht. Konzentrieren Sie sich daher auf Ihr Hauptthema. Das heißt, der Fokus ist immer auf Ihr Thema zu legen. Und ich sage immer meinen Studierenden, ja, der Fokus ist wirklich das Allerwichtigste für eine wissenschaftliche Arbeit. Und letzten Endes sollten natürlich auch die Themen vollständig bearbeitet werden. Das heißt, Sie sollten da nichts vergessen. Alle Aspekte sollten behandelt werden, die im Rahmen der Abgrenzung wichtig sind. Kommen wir zum Ende, zur Forschungsfrage. Und zwar ist die Forschungsfrage ja immer in einer Einheit mit dem Thema zu sehen. Das heißt, die Forschungsfrage ergibt sich eigentlich aus der Themenstellung, ist nur noch mal eine andere Formulierung. Und wir würden Ihnen noch immer empfehlen, versuchen Sie Ihre Forschungsfrage möglichst einfach
zu formulieren. Das heißt, das Thema, was Sie haben, einmal als Frage zu formulieren, damit dieses möglichst plakativ auch passieren kann. Das heißt, Sie sollten dann mit Ihrer Arbeit eine Antwort auf diese Frage liefern können. Ja, was sind jetzt einfach eigentlich die Treiber und Barrieren der Akzeptanz oder der Adoption des Mobile Payments? Das war zum Beispiel das erste Thema, was wir Ihnen gerade gezeigt haben. Oder was sind eigentlich die Gründe oder Ursachen für das Scheitern von Öko-Marketing-Konzepten? Oder was sind die Rahmenbedingungen, damit die Entwicklung von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien funktioniert? Von daher eine ganz einfache, plakative Fragestellung, die sich aus Ihrem Thema ergibt. Das ist ganz wichtig und Sie sollten, ich empfehle auch immer wieder, diese Frage einfach mal aufzuschreiben, sich übers Bett zu hängen und immer wieder sich zu fragen, beantworte ich eigentlich gerade diese Frage, weil wenn Sie das mit Ja beantworten können, dann haben Sie Ihr Thema wirklich fokussiert, dann haben Sie Ihr Thema wirklich im Blick und Sie können es dann auch immer abgrenzen zu Themen, die eben dann nicht so wichtig sind. Damit sind wir fast am Ende. Das heißt, die Abgrenzung des Themas hier nochmal bildlich dargestellt ist eine sehr, sehr wichtige Sache, damit Sie sich nicht verlieren in der Literaturrecherche beispielsweise, damit Sie wirklich auf den Punkt fokussiert Ihre Arbeit bearbeiten können. Ich habe es schon oft erwähnt, die Literaturrecherche schließt sich daran an. Das heißt, wenn Sie die Schlüsselwörter identifiziert haben in Ihrer Arbeit, dann können Sie sich in einem nächsten Schritt in die Literaturrecherche begeben. Zum Schluss möchte ich nochmal den Hinweis geben, dass Sie alles, was wir Ihnen hier erzählt haben, auch nochmal nachlesen können. Auch hier in diesen Büchern zum wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie immer wieder Tipps, wie man vorgehen kann, wenn man Themen abgrenzen möchte, Themen finden möchte. Von daher hier zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Literatur. Ganz herzlichen Dank.